Jo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Xhobbischen. Heute habe ich mir mal ein ganz besonderes Match ausgesucht. Und zwar mache ich jetzt mal, was ich noch nicht in diesem Let's Play gemacht habe oder generell in WWE 2K14 und auch nicht bei WWE 13 als Let's Play. Das weiß ich aber nicht ganz, will ich mir auch nicht festnageln. Und zwar ein Divas Match. Und zwar mit AJ Lee. Warum ich das mache? Und zwar mache ich es einfach mal, weil sie ja die längste Titelträgerin ist oder die längste Divas Championess der Geschichte des Titels ist, also keiner hat mehr oder längere Titelregentschaft als AJ. Völlig verdient, muss ich sagen. Also sie ist einer meiner Favorite Divas, muss ich sagen. Also sie spielt ihre Rolle so geil, muss ich sagen. Auch wenn sie als Face auch nicht so schlimm war, muss ich sagen. Aber dazu kommen wir gleich. AJ Lee. Ich kann mal dazu sagen, AJ, bei ersten beiden Anfangsbuchstaben A und J, ist auch in ihrem echten Namen drin, und zwar heißt sie mit vollen Namen April Janet Mendes. Also April Janet, also AJ. Nur so als kleine Aufklärung, denke ich mal, warum sie AJ genannt wurde. Sie ist am 19. März 1987 in Union City, New Jersey geboren. Also da kommt sie halt her. Wer vielleicht von Not Sam mal gehört hat, hat sie auch mal erwähnt, dass sie aus Jersey kommt. Und ja, wieso habe ich mir das Match gegen Caitlyn ausgesucht? Weil sie das beste Divas-Match hatten. Also da, wo die Divas-Division auch... Also die Fehde zwischen den beiden war einfach geil, muss ich sagen. Also ich fand die super. Auch super unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Und ja. Und AJ, ja. Sind auch beide meine Lieblinge. Auch Natalya mag ich gerne sehen. Und ja. Wie kam sie eigentlich zum Wrestling? Oder auch noch, habe ich auch noch was gefunden. Sie kam dadurch zum Wrestling, weil ihr Bruder sie dazu gebracht hat zum Wrestling. Und ihr Traum war. Das Schöne, das Lustige war, es gibt noch ein Video. Also ich habe mal ein Video gesehen. Das war im Jahre 2001. Müsste ich mal überlegen. Jahr 2001 oder so. Da hat AJ Lita getroffen. AJ hat Lita umarmen können, weil sie sehr, sehr emotional war. Ich weiß nicht, ob ich das Video noch finde. Also ob die WWE das noch, ob die WWE das hochgeladen hat, das weiß ich gar nicht. Muss ich nachgucken, ob sie es haben. Wenn ja, dann schicke ich euch den Link, weil mache ich es immer so, dass ich nur die Links gebe, die auch von der WWE sind, also von der offiziellen WWE YouTube Seite, weil ich nicht möchte, dass irgendeine andere Seite und so, dass ich das nicht unterstütze, sondern nur was die WWE hochgeladen hat, dass ich mich nicht kann. Weil ich weiß schon, es gibt viele WrestleMania-Matches vom Undertaker, die auch hochgeladen wurden. Aber ich möchte nur Sachen hochladen, die auch von der WWE drin sind. Und ich könnte jetzt mir ist ein bisschen was hochgekommen. Theoretisch könnte ich schon ein bisschen was beenden, aber wäre ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Also 3 Minuten. Ich dominiere auch ein bisschen. Muss ich sagen. Und ja, so. Springt die auch raus? Ja, okay, ich habe sie noch nie rausspringen sehen, also passt schon. So. Gut. Dann gehen wir ein bisschen Extreme rein. Nein. Schöner Elbow Drop. Ah, die wird es drauf ankommen lassen, ne? Na komm. So. Ne. Scheiße. Kontert die eiskalt. Nein! Wir kontern. Gut. So. Nee, rein mit mir. So. Ja. Den Referee attackieren wir auch eiskalt. Und jetzt. Was nun? Ein schöner Kick. Und in der Zeit kann ich mal ein bisschen weiter erzählen über sie. Und ja, da hat sie sehr, sehr, sehr gut gearbeitet, um ihr eine Ausbildung als professionelle Wrestlerin zu arbeiten, da sie so begeistert war. Da hat sie auch viele Stellen gearbeitet, als Kassiererin habe ich gehört, als Hausmeisterin, also schon sehr viel, muss ich sagen. Hat sie für ein Hobby getan, quasi. Und ja, das ist auch ganz schön, muss ich sagen. Also da sieht man auch, dass sie es unbedingt wollte und nicht irgendwie nur nach 15 Wrestlerin werden wollte, wie jetzt zum Beispiel eine Alicia Fox oder Oksana. Die sind ja beide richtig grottig, muss ich sagen, im Ring. Also, wer die gut findet,
Das ist mir ein Rätsel. Ja. Dann war sie auch, hat sie am 5. Mai 2009 einen Vertrag unterschrieben bei der WWE. War da auch erst bei der FCW. Wie gesagt. Aber das Lustige war, sie wurde erst nicht AJ Lee genannt, sondern April Lee. Also halt ihr Vorname halt. Und später wurde halt auf AJ Lee umgenannt. Und ja. Und dann war sie auch später bei NXT. Wo die beiden auch zusammenhaken. Also NXT war ja damals nicht dieses Aufbauliga da, wie jetzt die FCW. Sondern damals war er so ein, als so ein Showcasting, der nächste Breakout-Star ist, bei dem Fall jetzt Breakout Diva. Und da hat ja Caitlyn gewonnen, AJ wurde Platz 3. Ja, Caitlyn hat es wie gesagt gewonnen. Fand ich auch cool, die Show, muss ich sagen. Also hat mir eigentlich auch gut gefallen, hat mich auch gut unterhalten. Und ja. Und dann später hat sie auch bei der WWE debütiert, aber zwischendurch bei der FCW wurde sie auch FCW Divas Champion und auch Queen of FCW. Auch ein bisschen komisch, also dass es sowas gibt. Keine Ahnung, wie das ungefähr geht. Vielleicht, weil sie jetzt so gut aussieht. Sieht ja gut aus, würde ich sagen, ja. Jetzt kommt so CM Punk und sagt, hey, Finger weg von meinem Mädel. Geht dich nichts an. Ich kenne die kaum persönlich, also. Nein. Oh, Caitlyn hat jetzt ein Signature. Und wir auch. So, und jetzt. Sehr schön geflogen. Und damals hat sie auch irgendwie so, da wurde sie auch immer als kleines Flummi, also zum Beispiel die deutschen Kommentatoren immer so wie ein kleines Flummi, haben sie immer die genannt. So. Ja, was willst du? Ja. Halt einmal. Okay, ja. Dann hat sie später bei der WWE debütiert, wo sie halt mit Natalya eine Fehde hatte, mit Caitlyn zusammen, mit dieser Legions of Doom, später auch mit Daniel Bryan die Fehde, wo sie dann auch quasi einen Aufstieg hatte zum Top-Diva, kann man sagen, wo sie ja erst mit Daniel Bryan zusammen war, dann diese Sache mit dem 18 Sekunden da, wo AJ Dick gekostet hat, die Szene müsste auch jeder kennen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das Video verlinke, wie er in 18 Sekunden verloren hat, weil ich glaube, das Video gibt es tatsächlich von der WWE, also ich weiß nicht, ob die WWE das hochgeladen hat oder wieder gelöscht hat, weil ich habe ein paar Videos gefunden, zum Beispiel der Debüt vom Undertaker habe ich auch nochmal gefunden, weil sie anscheinend wieder gelöscht haben. Verstehe nicht, warum die es hochladen und löschen, also sie können ja eigentlich keine Problem haben, weil es ja ihr Content ist. Muss man sich auch überlegen, der eigene Content wird gesperrt und, oh. Caitlyn will jetzt ein Spear ansetzen. Ich versuche mal hier einen Strich durch die Rechnung zu machen. Nee, das klappt nicht so gut. Oh lol, wird gewonnen. Oh, ich mache ein Rematch. Ja. Ich mache ein Rematch. Weil ich ja noch nicht ganz fertig bin. Jetzt habe ich jetzt soweit alles aufgeschrieben, was ich von den früheren Sachen wusste. Jetzt weiß ich ja eigentlich so ziemlich alles wieder. Ja, dann hat sie auch später die Feder mit CM Punk, wo die zwischen CM Punk stand, zwischen Daniel Bryan. Bei der 1000. Raw-Ausgabe gab es ja auch die Sache mit dem, wie heißt das? Da gab es auch die Sache mit, ach, wie heißt das? Mit der Hochzeit, wo ja AJ Lee da daraufhin auch General Manager wurde. Damals war sie noch Face. Und ja, das gab's ja auch alles. Also, lustige Sachen. Und ja, okay. Warum habe ich auch Main Event ausgewählt? Nicht, weil sie die Main Event Playerin sind. Nein, weil das letzte Match von Caitlyn, mittlerweile ist sie ja nicht mehr in der WWE, tatsächlich bei Main Event war. Und zwar gegen AJ. Ja. Wollte ich mal kurz hinzufügen, warum ich dieses Match oder warum ich diese Kulisse gewählt habe. Ja, und dann später ist sie dann auch Heel geturnt, als sie ja mit dieser John Cena-Affäre hat und dann bei TLC dann halt zu Dolph Ziggler geturnt ist, der ja auch zu dem Zeitpunkt Heel war. Und ja, und auf der Aufstieg halt als böse Diva, dieses Psycho gegen halt, was sie auch als Face wirklich hatte, aber als Heel so richtig verkörpern konnte halt. Was auch sehr gut von ihr geschauspielert ist, für mich mal eine der besten Schauspielerinnen von der WWE, also sie ist die beste Schauspielerin der WWE und vielleicht einer der besten Schauspieler überhaupt, da gehört für mich aber Big Show, also da ist für mich Big Show noch der Beste, also Big Show ist für mich noch der beste Schauspieler der WWE, danach kommt AJ, würde ich sagen, ja, und ja, dann bin ich dann später hat sie sich auch von Dolph Ziggler auch getrennt, irgendwann später, ich glaube irgendwann Juli oder so.
gab es da die Trennung von Dolph Ziggler und daraufhin eine kurze Fehde mit auch mit Biggie Langston, wo AJ Lee mit der debütiert hat und so weiter. Gab es da auch noch so Geschichten. Und später als in der Divas Division wurde sie am 16. Juni 2013 bei Payback WWE Divas Champion. Und zwar von wem? Von Caitlyn hat sie den Titel abgenommen und hält den zu meinem Zeitpunkt bis heute noch, was Rekord ist. Also so lange hat keine Diva gehalten, also so lange ein Divas Title. Und ja, auch mal interessant. Und jetzt AJ zeigt hier, was sie drauf hat. So. Und. Hui! Fliegt sie schon. Hat sie auch den Black Widow? Ich will mal fragen. Hat sie den Black Widow bitte? Ah, nein. Hier. AJ. Nein. Special Moves, genau. Shining Wizard. Octopus Stretch. Na, hat sie nicht. Schade. Naja, egal. Nicht schlimm. Na, hat sie diesen Kick drauf? Naja. Ja, sie ist über die längste Divas Championess aller Zeiten. Und ja. Titel erfolgreich verteidigt, so wollen wir es sehen. Ja. Meine Meinung zu AJ. Großartige Schauspielerin, großes Gimmick. Ich mag die sehr. Sie sieht doch gut aus. Finde ich auch einer der besten Diven. Mit. AJ, mit Natalya, obwohl ich Natalya vom Wrestling nicht besser finde, aber vom Gesamtpaket her ist AJ Lee die Beste, muss man sagen. Also sie ist im Ring solide, im Mic ist sie richtig gut und der Ausstrahlung hat sie sowieso. Für mich auch verdiente Divas Championess. Und ja, also ich mag diese Frau, ich mag AJ, und ich freue mich auch immer, sie zu sehen, und ja, und sie hat auch quasi auch die Divas Champ, nee, die Divas Division auch gerettet, muss man sagen. Ja. Wie ist eure Meinung zu AJ? Wie findet ihr sie? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie scheiße? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, damit sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem relativ großen Star. Beziehungsweise ehemaligen großen Star. Bis dann.